Wir sind heute bei www.markisenbanner.de, der Wolfgang Horsch aus Schmelz im Saarland. Da vorne steht er, er hat eine Weltneuheit erfunden, muss man fast sagen. Die ist eigentlich so einfach und so simpel, dass hätte jeder drauf kommen können. Aber du hast sie perfektioniert. Grüß dich, Wolfgang. Hallo. Ja, zeig mal, das hier ist ein Markisenbanner, richtig? Das ist jetzt unser Markisenbanner. Das ist auch das meistverkaufteste mit unserer Mit der Kuh. Warte, ich zeig's mal gerade im Ganzen. Das ist jetzt ein Wohnmobil und da ist ein Vorzelt dran, also ein Fiama F45 und die haben alle so eine Kederleiste, gell? Die haben alle Kederleisten, glaube ich. Wenn ein Wohnwagen gibt es auch mit Markisen, die haben auch Kederleisten. Ich habe auch eine F45, also ja, wird es passen. Wird es passen. Es spielt auch keine Rolle, welches Fabrikat. Die Kederleisten sind alle genormt, sind überall 5 mm Kederleisten dran. Man kann es verwenden. Es hat einen riesen Vorteil, es schützt sich vor der Sonne, es hat 95% der UV-Strahlen weg. Wind geht noch 15% durch, das ist hinten dran ein bisschen belüftet. Man hat auch einen Sichtschutz, wenn du jetzt später mal da hinten dran gehst. Man kann gemütlich rausgucken. Warte, wir machen das mal gerade, dass wir das mal zeigen. Also es gibt unglaublich verschiedene, viele Motive, denn du hast die Möglichkeit, die einfach zu bedrucken. Ich bekäme die auch in Weiß, wenn ich will. Du bekämst die auch in Weiß, macht aber keinen Sinn. Dann werden sie ja schnell schmutzig. Hier ist eine Beschichtung drauf aus Latex. Das heißt also, von daher gesehen gibt es kein großes Problem mit Schmutz. Die kann man auch reinigen mit einem Hochdruckreiniger, mit dem Schwamm oder mit der Bürste. Das hält die alles aus. So, das ist jetzt der Blick nach draußen. Da sehe ich das Motiv nicht so stark. Das heißt, ich kann so ein bisschen rausgucken, wenn ich das möchte. Genau. Und kann es auch rüberschieben, wo ich es gerne hätte. Dazu gibt es auch passend hier diese Feder. Diese Expander gibt es dazu, die haben wir auch entwickelt. Teilweise gibt es in zwei verschiedene Größen, je nachdem, wie hoch man die Markise machen will. Das hat auch noch den Vorteil, der Nachbar sieht morgens nicht, was du gefrühstückt hast. Ist das schlimm? Nö, nee, schlimm ist es aber nicht. Es gibt Leute, die wollen das nicht. Gell? Es gibt Leute, die wollen das nicht, ja. So, die wollen ein bisschen Ruhe machen. Das heißt, ich könnte auch nur einen Teil zum Beispiel den Markisenbanner machen und habe dann quasi ein Zelt, wenn ich will. Theoretisch kannst du das so machen, ist richtig. Wir machen ja auch die Seitenteile. Das heißt, wir können auch die Seitenteile passend zu deinem Wohnmobil machen oder zu einem Wohnmobil jeder Marke. Die Größen sind ja unterschiedlich, weil der Winkel immer anders ist. Es gibt keinen. Ich zeig's mal gerade. Du hast hier vorne mal so zwei, drei Anwendungen hast du drauf gemacht. Das ist jetzt die Doppelseite von einem Kunden, das sind alles Kundenfotos. Du hast unglaublich viele schon verkauft, gell? Ja, wir hatten jede Menge schon verkauft. Das hier ist jetzt zum Beispiel das typische Beispiel. Der wollte die Kuh haben, wollte aber auch gleichzeitig, das war ein Ostfriese, der wollte auch seinen Leuchtturm dabei haben. Hier haben wir es zweiteilig gemacht. Der kann jetzt wählen, ich will entweder die Kuh haben, ich will beides haben oder ich will auch nur den Leuchtturm haben. Ich kann es aber auch schräg anstellen? Man kann es auch schräg anstellen. Zweiteilig, zusammengesetzt und dann... Genau, und dann gemacht. So, ich kann aber auch Südsee haben. Man kann Südsee haben, wir haben also 4,4 Millionen verschiedene Motive zur Auswahl. Du kannst drucken, was du willst. Ich kann auch die Ehefrau drauf machen. Ihr könnt alles drauf machen. Was oder dich, den Wolfgang. Nee, besser nicht. Besser nicht. Aber hier vorne sieht man es. Wenn ich zum Beispiel eine Firma habe, habe jetzt ein Promotion-Mobil oder irgendwas, will ein bisschen Werbung machen, wenn man in eine Firma geht. Es gibt ja Facebook-Gruppen, also Wohnmobil- oder Wohnwagengruppen oder Campinggruppen, die wollen das gerne haben mit ihrem Logo drauf. Das ist alles machbar. Geht auch zu Hause? Geht auch zu Hause. Ja. Du hast hier einen Preis, also 29 Euro pro Quadratmeter inklusive Keder, Saum und Ösen. Genau. Das wäre denn für eine individuelle oder ist es egal? Das spielt eigentlich keine Rolle. Der Preis ist immer gleich, ob ihr mir ein Bild schickt oder ob jetzt ein vorhandenes Bild verwendet wird. Lieferzeit? 5 bis 8 Arbeitstage. Ja, das ist so. Das heißt, du hast jetzt hier auf der Messe hast du einige vorbereitet. Das heißt, die könnte man theoretisch direkt mitnehmen. Gibt es eine Sonderaktion? Ich zeig's mal gerade. Ist jetzt eine reine Messeaktion, aber normalerweise ist es so, der Kunde wählt sich aus dem Internet oder egal wo ein Bild aus, du lieferst es. Genau, so machen wir das. Hier haben wir halt diese Sonderaktion, weil wir haben nicht keine Logistikkosten, wir haben keine Versandkosten, wir haben keine Bildkosten, keine Verpackungskosten, sodass wir hier das auch in der Menge, und das hat man hier auf der Messe gesehen, das hat hier super funktioniert, wirklich einen Preis machen, der unschlagbar ist, 119 Euro, die Leute holen ja Banner mit und sind top zufrieden. So, ich zeig's mal gerade. Hier vorne gibt es nämlich eine Kederleiste, die beginnt hier. Da vorne wird es praktisch eingeführt. Man zieht praktisch die Markise einfach hier mit der Keder rein und zieht es rüber, dahin, wo man es hat. So, und dann, wenn es dann fertig ist, sieht das dann so aus. Ich dann sieht es dann so aus. So, eigentlich total oder simpel. Man hat ja hier verschiedene Bilder, also Motive, die man sich aussuchen kann. Dann kann man sich je nach Größe, hier haben wir eine Standardgröße von 3 Meter mal 1,90 Meter, weil das ist eigentlich... Die läuft gut. Die läuft gut, das ist die Idealgröße. Man soll sich auch nicht ganz zusperren, man will ja noch ein bisschen was sehen von der Umwelt. Aber es gibt, wie gesagt, ganz tolle Motive. Und hier haben wir 28 Motive zur Auswahl. Für jeden ist was dabei. Du hast jetzt hier sogar auf der Messe, die sind hier vorrätig dort. Wie ist die Nachfrage? Das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, aber der Wolfgang ist ja nicht blöd. Der hat sich nämlich einen Heizpilz hier hingestellt. Das ist so genial. Und die Leute bleiben gern bei dir, oder? Die bleiben gern bei mir. Ja, das ist gemütlich hier. Man kriegt auch was zu trinken. Und was hast du gesagt? Außer ich nehme mich meine Augen und Tränen dann. Die Tränen dann? Oh, ist nicht so schlimm.
Ja, lieber Wolfgang, du machst noch viel, viel mehr. Du hast pfiffige Ideen. Unter anderem hast du zum Beispiel Megasat hier mit dabei. Was ist das? Wir sind Megasat-Premium-Partner im Saarland. Auch der einzigste Megasat-Premium. Wir machen nicht nur den Verkauf, wir montieren auch Antennen und wir bieten auch den Service für dieses Produkt. Das Ding ist voll portabel, kann ich überall einsetzen. Zum Beispiel auch im Campingurlaub, beim Zelten. Das ist jetzt die neue, die braucht auch kein Steuergerät mehr. Die stellt man einfach auf den Boden, schließt die ans Fernsehen mit dem Koaxkabel an. Man hat den Astra 1-Satellit, der ist vorinstalliert. Es gibt gar keine Probleme, das kann jeder Laie, kann das machen. Innerhalb von 2 Minuten habe ich ein Fernsehprogramm, ohne einen Handschlag zu machen, stellt es einfach auf den Boden. Das bedeutet, ich brauche keine externe Stromversorgung, das geht mit der Spannung vom LNB oder wie? Wir haben eine Spannung hier im LNB mit 5 Volt, das kommt auch über den Ausgang vom Fernseher. Das langt? Das langt, vollkommen, ja. Achso, die haben die Elektronik so ausgerichtet, dass die ganzen Motoren, alles was drin ist, kommt mit der Spannung genau, aus? Genau, echt? Ja. Die Reichweite ist natürlich begrenzt bei der Antenne. Nee, klar, aber jetzt, ich sag mal, ich brauche jetzt keine zusätzliche Spannungsversorgung. Nein, brauchst du nicht. Und das ist das Gerät. Ich stelle es hin, wie lange dauert das, bis er den gefunden hat? Och, in der Regel 30 Sekunden. 30 Sekunden. So, da ist ein Flex-Koax-Kabel. Was ist das? Das sind die neuen Kabel von Megasat. Die haben den Vorteil, ich kann das ja auch mal zeigen. Es gibt ja oft Fernseher, die sind im Wohnmobil oder im Wohnwagen eingebaut mit einem Auszug. Und jeder kennt das Problem. Oft brechen die Kabel, weil sie halt nicht flexibel sind. Und das haben wir hier nicht. Hier haben wir ein festes, installiertes, flexibles Kabel, das auch keinen dB-Verlust hat. Also recht günstig. Man hat nie mehr ein Problem. Oft ist es ja so, dass ein Kunde ein Fernsehgerät hat, kriegt sein Programm. Also angepasst ans Campen, muss man sagen, wo die Kabel einiges aushalten müssen. Gell? Genau. Wo die Antenne rein und rausgeholt wird und wie gesagt nochmal verstaut wird, dann braucht man ein flexibles Kabel. So, du hast noch ein bisschen mehr. Du hast einige Fahrzeuge jetzt dabei, die unglaublich stark nachgefragt werden, denn die Elektromobilität ist das Thema. Und da hast du eine kleine Auswahl. Sehr, sehr kompakt, aber ziemlich bullig sehen die aus. Ja, das sind die neuen Fahrräder von der Firma RSM Bike in der Nähe von im Schwarzwald, in der Nähe von Freiburg. Das sind auch nur Ausstellungsräder, wir verkaufen die nicht. Wir haben diese Räder aber im letzten Jahr im Herbst in Spanien getestet für eine große Zeitschrift. Und gut. Also top. Wir können uns nicht beschweren. Wir wollten das Fahrrad kaputt machen, wir haben es nicht kaputt gekriegt. Genau, man kann es unglaublich schön falten. Zeig mal bitte. Also, dass man einmal sieht, wenn wir es reinmachen. Das war jetzt gemein, da habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Ja, ist ja nicht schlimm, aber es geht ganz einfach, indem man einfach hingeht und macht das Schloss auf. Man kann also diese kurz mal raus. Ja, zeigen wir es mal gerade. Denn es ist immer das Thema, aber egal, ich kann das ja zeigen. Man kann das Fahrrad ganz einfach zusammenklappen. Es gibt hier noch eine Stelle, abkippen, wo man es falten kann. Und dann ist es ein Klapprad eigentlich. Ein Klapprad, ja. Okay. 48 Volt, das heißt, das klappt richtig gut. Es gibt dazu auch passend die E-Bike-Garage, 49,90 Euro. Die hast du hier da. Lass einfach liegen, Wolfgang, das machen wir gleich. So, da ist es. So, www.markisenbanner.de, Werbetechnik Horsch. Wir beide kennen uns schon seit 10 Jahren. Und egal, was ihr haben möchten, zum Beispiel hier so eine ganz tolle Markise oder hier so ein Flag, ein Beach-Flag, das können Sie uns auch kriegen beim Wolfgang. Das ist lieferbar. Du bist unter anderem jetzt 20. bis 23. Juni im Wohnmobiltreffen in Klüsserath. Ich habe diese Veranstaltung organisiert. Das war erstmals 2018. Man sieht ja auf den Fotos, es war ein wahnsinniger Erfolg. Es gab eine riesen Nachfrage. Jetzt haben wir es professionell gemacht. Und jeder, der Interesse hat, sollte sich hier auf www.wohnmobiltreffen.de das sich mal anschauen. Dann sieht man auch die Bilder vom letzten Jahr. Das Ganze wird zugunsten gemacht vom Tierschutzverein Trier. Und für die Kinderkrebsaktion Lächelwerk, also alle Einnahmen, die dort fließen. Die Leute kommen aus ganz Deutschland zu dir? Europa. Europaweit, ja. Du bist Camper aus Leidenschaft. Muss man sagen, wie lange campst du schon? 45 Jahre. 45 Jahre. Also Campen ist nicht mehr wegzudenken. Ist nicht mehr wegzudenken. Ja, ich zeig mal gerade noch dein tolles Mobil, was du hast. Du hast nämlich irgendwann mal gesagt, ich mach's mal richtig, wenn schon, denn schon. Das ist er. Dazu braucht man nämlich einen LKW-Führerschein, oder? Braucht man einen LKW-Führerschein. Es ist ein AK Competition, der wurde insgesamt nur 7-mal gebaut in der Form, aber nur einmal mit diesem großen Motor, der da drin ist. Was ist da für ein Motor drin? Ein MAN-Motor aus dem Reisebusbereich. Wie viel Liter? 10.800 Kubik mit 320 PS. Der geht, oder? Aber sehr gut im Verbrauch. Ja, das ist schön. So, und da ist der Oskar. Vielen Dank, Oskar. Bis dann, Wolfgang Horsch, www.markisenbanner.de. Tschüss, Wolfgang. Tschüss.